Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Check. Ja, von den LED-Leuchten. Ich habe ja im Livestream gesagt, dass ich da nochmal ein Video machen werde. Jetzt ist noch mein LED-Band an. Das machen wir jetzt aus. Und jetzt kann ich euch das mal zeigen. Ich muss mal Kamera so machen. Dann könnt ihr das besser sehen. Hoppala. So. Also da ist jetzt praktisch rum, geht immer um die komplette Schrankwand. Praktisch da meine Figuren, seht ihr ja. Und hier geht es dann so durch, rum. Und aber auch da oben drunter habe ich Bandhikes verlegt, oben drüber. So, und auch hier hinten. Aber halt nicht bis unten gemacht, weil unten wollte ich es dunkel haben, da wollte ich es jetzt nicht so unbedingt zeigen. Also hell haben, und so sieht es, also Entschuldigung, hier steht noch meine Lampe. Ja, so seht ihr das dann mal, und jetzt kann ich euch das mal auf, machen wir mal an, 10, 20%, 30%, 40, nee, das war 50, glaube ich. Nee, 50 ist hier unten. Ich sehe halt auch schlecht. Ihr seht, das wird immer heller. Und das ist das Hellste. Aber ich habe meistens echt nur wirklich so oder so. So. Also die 20-30%, 10-20-30, irgendwie so in dem Dreh. Da variieren wir dann immer. Weil so ist echt ganz angenehm beim Film gucken. Und so ein bisschen so ein Sternhimmel kommt das ein bisschen rüber und so ein bisschen die Figuren indirekt beleuchtet. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich im Video echt schlecht. Also wenn ich im Video das so mache, so wie ich das jetzt hier so sehe, würde das so aussehen. Ja, so sieht es auch bei mir bei 20-30% aus. Jetzt gehen wir mal raus. Jetzt könnt ihr mal nehmen. Also die Lichterkette, die hatte ich vorher schon geholt. Und das ist jetzt mein bunter Sternhimmel sozusagen. Da werde ich auch noch Bilder posten bei Facebook und so. Oh, sieht man nicht. Nicht, dass ich schlecht war. Und ihr seht, hier ist echt, also im Bild, das sieht jetzt ein bisschen dunkel aus, aber es ist gar nicht so dunkel. Es ist überhaupt nicht so dunkel, wie das jetzt wirkt. Und ja, ich muss jetzt meine Freundin auch gleich holen. Und man kann halt vernünftig sitzen, draußen quatschen, die Sterne genießen, und es ist nicht zu hell und es ist nicht zu dunkel. Ist richtig genial. So, das war's aber jetzt auch. Ich verabschiede mich. Ich hole jetzt erstmal meine Freundin ab. Wir sehen uns im nächsten Video. Kommen die Tage auch wieder ein paar Livestreams. Bis dahin bin ich weg. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ahoi, sagt euer Odin.